Jo Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ihr seht schon im Hintergrund, wir machen heute was ganz Besonderes. Denn wir schauen uns heute mal zusammen ein Minecraft vs. Real-Life Video an. Heißt, dass wir uns quasi einmal Clips in Minecraft angucken und halt in Real-Life Video halt nachgestellt oder nachgemacht oder wie auch immer werden. Und Leute, da habe ich irgendwie nur mal so einen Clip gesehen, wo einer halt in Minecraft halt einen Baum abbaut und in Real-Life dann gegen den Baum die ganze Zeit gegenschlägt. Und da gibt es anscheinend halt voll die krassen Sachen. Deswegen, wenn euch die Idee jetzt schon mal gefällt, lasst schon mal sehr gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Denn einfach über 40% der Leute, die meine Videos gucken, habe ich nicht abonniert. Und das macht mich traurig. Deswegen lasst ein Abo da, Leute, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir labern nicht lang drum herum. Wir starten direkt rein und let's go. Real Life. Okay, let's go. Versus. Boah, das sieht schon krass aus. Okay, denn, oh mein Gott, von dem ist nämlich das Video. Okay, zuerst ein Hund in Minecraft. Okay, das kennt man ja, oder? Oh, sogar mit Stöckchen, Digga. Aber Hunde können auch böse sein in Minecraft. Er wirft Stöckchen, er holt das. Ja, moin. Okay. Braver Doggy. Okay, jetzt Real Life, Leute, let's go. Ja. Hä? Ich dachte, er wirft Stöckchen, Junge. Wenn der den Stöckchen wirft, dann wirft er den Hund auch noch mit. Oh doch, er wirft. Tschüss. Junge, was ist das für ein Hund? Schau mal vor, der beißt dich. Okay, Leute, egal. Weiter geht's mit einem Lama. Mit Doppel-L? Egal. Lama, Minecraft, man kennt's. Ist es Revi oder wer soll es sein? Ich glaube, das ist Revi. LOL! Das Lama hat einfach angespuckt. Okay, selber schuld, er hat's geschlagen. Warum schlägst du denn die ganze Zeit Lama? Digga. Die rasten richtig aus, ja? Okay, jetzt in Real Life. Sieht man jetzt. Look at this dude. Tschüss. Hä, hey, was hat denn für eine Friese? No. Hä? Sieht der überhaupt noch was? Ey, das ist ja lustig gewesen, hätte jetzt das Lama noch irgendjemanden angespuckt. Okay, Freezing, Leute. Man kennt's in Minecraft. Ja, moin. Diamond Boots. Frostwalker heißt, ihr geht über Wasser, genau, und das wird zu Eis. Wie will man das in Real Life machen? Das geht überhaupt nicht. Da bin ich jetzt mal richtig gespannt. Okay, das will ich jetzt echt mal in Real Life sehen, Leute, was sie da für einen Clip rausgesucht haben. Let's go, das kann eigentlich gar nicht sein. So, jetzt Real Life. Freezing, lol. Ja, okay. Wow, ich dachte, die laufen jetzt über Wasser oder sowas. Ey, das ist ja nicht so nice. Das war gerade einfach, Leute, wer es nicht verstanden hat. Das ist quasi einfach Trockeneis, womit die halt normale Gegenstände komplett gefroren haben. Da kann man zum Beispiel auch T-Shirts mit einreiben und dann kann man gegen ein T-Shirt gegenschlagen und dann zerbricht das auch so in 1000 Stück und so. Digga, wie lame. Okay, ein Helm in Minecraft. Da ist er wieder. Da ist er wieder, der Boy. Ja. Hä? Deine Augen sind weg, Bruder. Der sieht uns. Huch. Bester Mann. Ja, okay, er sieht halt nichts mehr, ne? Aber weiter geht's mit Real Life. Oh, Digga. Warum? Einfach nur warum, Leute? Boah, einmal gegähnt. Oh shit, TNT. In der Mine, let's go. Und? Boom. Okay, das kennt jeder, der mal Minecraft gespielt hat, Leute. Dass man einfach mal mit TNT irgendwas in die Luft jagt. Und jetzt Real Life. Jetzt bin ich mal richtig gespannt. Aber das ist wahrscheinlich auch jetzt so eine... Unterirdisch? Ja. Tschüss. Yo! Ja, moin. Okay, man muss dazu sagen, in Real Life ist TNT halt einfach... Richtig stark, Leute. Lost Control in Minecraft. Der jumpt jetzt erstmal. Ja, moin. Let's go mit seinen Kleiderflügeln. Und ins Wasser. Ja. Ach, das ist wahrscheinlich Kontrolle verloren. Weil er ins Wasser, Bruder. Ich dachte echt, wäre ein bisschen lustiger. Was kommt jetzt? Okay, er zieht sich so ein Parakleider. Oh.
Gut, das war es an der Stelle komplett. Okay, Ghast in Minecraft. Oh shit, man kennt's, Leute. Ein Ghast spuckt ja immer seine scheiß Bälle. Die kann man zurückschlagen und bupp. Okay, kennt man, Leute, kennt man. Jetzt bin ich gespannt, was da in Real Life kommt. Tschüss. Ich glaube, da probiert der Videoersteller lustig zu sein. Klappt nicht so ganz, Bruder. Was war es gerade für ein unlustige Scheiße, Leute? Oh, Bruder. Ja. Klar doch. Er ist aber mit dem Schiff schön übers Eis. Durchbrettern, Bruder. Der weiß Bescheid. Okay, jetzt in Real Life. Yo! Ey, das will ich auch machen! Ja! Der latzt hier erstmal aufs Maul. Korrekt. Okay, das sieht cool aus. Okay, Water Flow, also Wasserfluss. Mitten in der Wüste. Und er findet einen Wüstentempel. Baut erstmal nach unten. Man kennt's, Leute, der Klassiker. Und damit kann man sich schlau nach unten bauen, Leute. Jeder, der Minecraft kennt, jeder, der Minecraft zockt, hat das eigentlich safe schon mal gemacht. Durch Wasser. Es gibt ja auch früher, kennt ihr noch diese ganzen MLG-Sachen, Leute? Schreibt's in die Kommentare. Das habe ich auch voll gut drauf gehabt. So, wenn man von oben runterspringt, setzt man so direkt im Fall den Wassereimer. Andere Welt, das war richtig fresh. Ja, erstmal Werbung wegklicken. Und dann am Ende wieder nach oben. Man kennt es, Leute. Das war immer, ich habe es immer gemacht. Let's go. Ja, in Real Life klappt das halt nicht so leicht, weil... Ja. Ja, Bruder, er probiert da zu surfen. Ja, ich weiß ja nicht. Er muss die Welle... Hat nicht geklappt. Ah ja. So. Tschüss. Achterbahn in Minecraft. Let's... Yeah, Digga. Der hat schon richtig Bock. Okay, ab geht's. This way. Und er schleudert sich da erstmal hoch. Digga, man konnte in Minecraft ohne Scheiß so krasse Sachen machen, ne? Ich habe früher auch mal aus Spaß so eine Redstone-Achterbahn gebaut. Andere Welt. Es hat schon Spaß gemacht, wenn man die selber gebaut hat. Muss alles so ein bisschen miteinander verknüpfen und so wegen dem Redstone. Hat immer richtig gut Bock gemacht. Aber es macht halt nicht so viel Spaß, ne? Let's go. Hey, warte mal. Sind die Haare weg? Ne, er hatte die ganze Zeit... Doch, er hatte Haare. Ja, moin, der ist unten angekommen. Die Haare sind ihm weggeflogen. Ja, Bruder. Dann geht's weiter in Real Life. Ja, ist natürlich viel krasser, ne? In Real Life die Achterbahn. Leute, lasst mal ein Like da, wenn ihr Achterbahn feiert. Ich bin so ein Mensch. Ich gehe so gerne auf Achterbahn. Alleine, ist das nicht die im Phantasialand sogar? Boah, ich finde die geilste Achterbahn in Deutschland. Ist die Blue Fire im Europa-Park. Das ist Europa-Park, glaube ich, ja. Okay, Leiter in Minecraft. Auch beste Leben immer, wenn irgendwo eine Leiter ist. Einfach entspannt gegenspringen und hochsliden. Würde das in Real Life so einfach gehen? Bruder. Grüße gehen raus. Und? Ja, wow. Was war das für ein Clip? Der latzt sich einfach hin. Ja, moin. Okay, Noob. Jetzt kommt's. Kleines Haus. Schönen guten Morgen, ganz schön seine Weihnachtssachen an, mach ein bisschen Schnee weg, Leute. Man kennt's, der Klassiker. Auf Real Talk. Ich wohne jetzt seit April in einem eigenen Haus, Leute, und ich muss jetzt im Winter jeden Morgen früh aufstehen, um Schnee zu schippen, weil wenn Leute halt hinfallen, muss ich Strafe zahlen. Und ja, habe ich gesagt, dass ich momentan immer erst mittags aufstehe. Grüß ihn raus. Ja, guck, in Real Life ist es halt chilliger. Wobei ich jetzt auch nicht so ein Ding hab, ne? Ich glaube, mit so einem Ding wäre die Welt ganz anders, aber ich werde eine normale Schneeschippe haben. Aber Leute, ich freue mich schon wieder so auf Schnee, ne? Boah, ich liebe Schnee. Schreibt mir, ey Leute, schreibt mir echt in die Kommentare, was feiert ihr mehr, Sommer oder Winter? Es gibt ja immer die Leute, die mehr Sommer mögen und ich bin zum Beispiel, ich liebe Winter, Alter. Ich finde das so geil. Wenn ich drin sitze, am Zocken bin
Und draußen schneit es, da fühlt man sich so voll gut, wisst ihr? Wenn draußen voll heiß ist, alle gehen ins Schwimmbad und ihr seid Zocker, Digga, dann ist Krise. Egal, weiter geht's. In einem Labor. Okay, was hat der jetzt vor? Craftet sich da irgendwelche Tränke, zaubert sich irgendwelche Tränke zusammen. Ah ja, Bruder. An der Stelle erstmal ein bisschen rumwerfen. Aber das geht in Real Life genauso. Zu Chemiker oder so. Ja. Wow. Er macht Cola mit Mentos. Digga. Du kannst doch nicht im Labor irgendwas mixen und Cola und Mentos vergleichen, Bruder. Junge, der Typ, der das Video geschnitten hat. Digga, richtig am Abdancen. Ich finde das auch so krass, wie die das Fortnite quasi so kopiert haben. Aber in Real Life, Bruder, da gibt's... Ja. Ja. Weißt du, wenn man auf YouTube eingibt, Dancing, man findet die krassesten Leute, die heftigsten Hip-Hop-Dancer, keine Ahnung was, und der nimmt diesen Typen. Junge, da kann ich besser tanzen, Alter. Yeah. Bruder, der Typ fühlt richtig. Der hört wahrscheinlich gerade Red Circle von The Wife und Denergy, Digga. Aber dann war's es auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim nächsten Video, Leute. Originales Video und Kanal in der Beschreibung. Checkt das Ganze gerne mal ab. Wir sehen uns. Haut rein und macht's gut, Leute. Peace.